Es geht los mit diesen Matches in 3, 2, 1, Tetris! Schnecke. Und schon wieder vollkommen andere Setups oben und noch relativ ähnlich. Aber da gibt es auch Unterschiede und ja. Mal schauen, wessen Entscheidung für die Pieces zu dem besseren Ergebnis führt. Oben bereits das erste Tetris für CTG Player 2. Kannst du da vielleicht noch kurz den richtigen Namen Woki eintragen? Oben links. Also, ein erstes Chance muss ich sagen, ist echt angenehm von der UI her und UX. Aber es hat alles irgendwie geklappt. Frieda sicher, das ist getop-outet bei. Und Felix auch? Felix oder? Auch? Felix. Ja. Hä? Also 1-0 für Frieda. Für Leute, dass ich es nicht gesehen habe, ich hatte technische Probleme mit Namen. Genau, das heißt, nächsten Seed bitte durchgeben. Und sobald du das gemacht hast, können wir mit dem unteren zweiten durchlegen. Das war ein ehrlicher Early Top Out gerade bei Felix gewesen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber unangenehme Dinge. Der Seed ist aber eingegeben zu werden. Oben haben wir gerade knapp 75.000 Punkte Vorsprung für Burki gegenüber Trakti. Trakti damit jetzt in der Situation, der relativ früh schon Punkte aufholen muss, fast 100.000 Punkte genau zu sein. Schöne Tetris sind gerade für beide Linien technisch auch sehr nah aneinander. 44 gegen 41, das heißt, die 90.000, fast 100.000 Punkte Vorsprung sind auch einigermaßen wirklich 100.000 Punkte Vorsprung. Dann sind Frieda und Felix bereit. Es geht los bei euch in 3, 2, 1. Tetris und Mistops bei Burki. Und auch bei Trakti, also bei Trakti weiß ich nicht, ob es Mistops waren, aber auf jeden Fall war es kein Spielfeld. Also, ja, beide Spieler gerade nicht in der Situation, in der sie Punkte machen können. Allerdings muss Burki auch gar nicht so viele Punkte mehr machen, weil er auch schon 115.000 Punkte Vorsprung ist. Sprich, selbst wenn er mal ein Tetris nicht komplett mitkriegt, ist es nicht so schlimm für ihn wie gerade bei Trakti. Trakti muss jetzt wirklich jedes Tetris mit und ein sehr schön rot-weißes Feld, mir gefällt das. Wie gesagt, Tetris für Trakti damit gerade. Unten hat sich Felix, glaube ich, für das entspanntere Level 15 entschieden, nach diesem Early Level 18 Top-Out auch sehr verständlich. Oben ist der Vorsprung von eben fast 120.000 Punkte auf nur noch 50.000 Punkte abgeschrumpft. Das heißt, ja, Burki hat sich ein paar zu viele Tetris hingehen lassen. Nächster Tetris für Burki, nächster Tetris für Trakti. Die 52.000 Punkte Unterschied bleiben da. Unten warten jetzt beide Spieler auf die nächste Longbar für ihr wunderbares Tetris. Tetris für beide schöner gleichzeitig Triss. Und der nächste Tetris für Trakti war dann die 52.044 Punkte. Doch jetzt muss gerade Burki etwas burnen. Bedeutet, dass vielleicht Trakti die Chance hat, etwas aufzuholen. Auf jeden Fall Burki gerade über einen Tetris geburnt an 1. Oder um das Tetris. Und Trakti ist jetzt gerade dabei in der Situation, in der er ja auch leider etwas burnen muss. Das heißt, er kann leider line-technisch und score-technisch nicht wirklich einen Unterschied gerade machen. Im unteren Spielfeld gerade Frieda mit 16.000 Punkten Vorsprung und Felix in der Situation, in der er etwas burnen muss. Oben wieder 115.000 Punkte Vorsprung. Das heißt, ja, die guter Wandel zwischen den Punkten und Burki fühlt sich, glaube ich, mit seinem Vorsprung ziemlich wohl. Im unteren Spielfeld wird das vom Punkte Unterschied gerade etwas schlechter die ganze Zeit gerade für Felix. Aber er ist offen, das heißt im Optimalfall ist es jetzt anders und sein der Punktunterschied bleibt etwa vergleichbar. Zumindest hoffen wir es euch alle für Felix. Oben 116.000 Punkte, wie eben gesagt. Und ja, Trakti hat nicht die Möglichkeit, das alles aufzuholen, weil dafür Burki einfach zu gut spielt. Und je besser Burki spielt, desto besser müsste auch Trakti spielen, um einen Unterschied machen zu können. Aber man kann halt einfach nicht besser spielen als quasi perfekt und halt keine Sachen machen, keine dumm und jedes Tetris mitkriegen. Apropos Tetris, da ist das Tetris für Trakti und das Tetris für Burki.
Jetzt muss Strakti da gleich im Optimalfall einen schönen Tuck hinkriegen. Oder einen Spin. Ein Spin ist auch immer eine sehr schöne Möglichkeit. Und schöner Tetris auch noch direkt danach für Strakti jetzt. Und im Spiel gerade bei Frieda gegen Felix beide Spieler am Burn müssen. Aber Felix Spiel ist deutlich schlechter gerade aufgebaut als das von Frieda. Frieda könnte damit vielleicht bereits das 2-0 haben, aber ich glaube nicht, dass Felix das versucht zuzulassen, sondern weiter kämpft und burnt und weiter nach unten gekommen ist und ja. Und oben Trakti ist in der Transition und Boki auch. Ja, oben beide Spieler haben transitioned, genau, aber 100.000 Punkte, die Trakti aufholen muss. Das ist natürlich machbar für einen sehr guten Spieler wie ihn, aber nicht einfach. Boki Top-Auto, das heißt, Trakti muss die 107.000 Punkte aufholen. Kriegt er links was rüber? Da. Kriegt links nicht so rüber leider und damit haben wir das 1-0 oben für Boki. Sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Beide schön auf mit 560.000 Punkten. Das ist eine Gefahr für dich, oder Schnecke? Ja, also Schnecke denkt sich da auch gerade. Nee, das finde ich nicht gut. Wie Marc sagt, 560k WT. Das ist fast ein PB bei Boki, also kommt PB. Das wäre schon nice gewesen. Auf jeden Fall wird bei den beiden gerade der neue Seed angegeben. Und haben wir gerade 30.000 Punkte Unterschied. Nächster Tetris für Felix. Und sind oben beide Spieler bereit oder brauchen wir kurz noch ein paar Sekunden zum Durchatmen? So, habt ihr das gehört und damit geht's los. Oh, mit dem zweiten Spiel in 3, 2, 1, Tetris. Ja, dazu hoffen, dass wir oben wieder zweimal Level 19 sehen. Dann, puh. Also ich muss sagen, das Match oben, das war echt super knapp. Da bin ich absolut begeistert von. Und die 13.000 Punkte Unterschied bedeutet, ja, wer jetzt halt das Tetris macht, hat halt den Vorsprung. Aber eigentlich wollte ich sagen, es ist nicht so aussagekräftig. Aber wenn ich jetzt gerade Felix Spielfeld angucke mit der Longboard Dependence, ja, gemein jetzt ein bisschen Käse-ähnlich. Ja, ich jetzt nicht da die Möglichkeit, wirklich so viel darauf reißen zu können in naher Zukunft. Genau, also er burnt runter, aber Level 16 Transition ist jetzt bei ihm da, noch vor Frieda. Frieda kann noch einen Tetris hinkriegen, theoretisch. Boah, ärgerlicher Mistdrop gerade noch bei Felix oben. Trakti getop-outet? What? Das ist das 2-0 für Boki. Der nächste Seed wird gleich durchgegeben. Und unten haben wir jetzt gerade ein paar schöne Sachen, die wir gerade bei Felix sehen vom Tappen her. Felix gibt auf jeden Fall nicht hinten nach, ist derzeit 50.000 Punkte hinter Frieda auf Level 17. Das heißt, wenn Frieda nicht mehr alles mitkriegt, was er benötigt, könnte es ein Sieg für Felix sein. Ich schalte das nächste Spiel auch nicht, bevor wir unten... Oh nein, ich glaube, er hat Frieda gerade kurz nicht aufgepasst. Felix kurz nicht aufgepasst und ich habe einen Arm im Gesicht. In der Sicht. Hat das nicht angemerkt, um was zu kommentieren. Ja, das war es für Felix. Ich habe Nein gehört und damit haben wir das 2-0 für Frieda. Möchte ich den nächsten Sieg durchgeben? Oben jetzt ein Matchpoint für Boki und ein Matchpoint für Frieda. Vielleicht ist es besser, links zu sitzen. Zumindest wirkt es gerade in diesem Spiel so. Oh ja, ansonsten ist, glaube ich, der Seed eingegeben worden. Das heißt, Level war bei Frieda 15. Okay, das heißt, die Spieler sind bereit. Es geht los in 3, 2, 1, Tetris! Natürlich jetzt hier ist der rechte Spieler stark unter Druck gesetzt. Beide müssen jetzt im Endeffekt drei Spieler am Stück gewinnen, um eine Chance noch zu haben aufs Viertelfinale. Und gerade wenn man als, ja, quasi am Team der Bayern Champion hier ist, will man sich eigentlich nicht geschlagen geben mit der Top 8. Natürlich darf man jetzt auch nicht vergessen, dass Boki ein sehr, sehr, sehr starker Spieler ist. Also 560k kommt nicht zu vernachlässigen.
letzte Spiel auch, weil, kann ich nichts zu sagen, weil es relativ kurz war, aber halt allgemein ein guter Spieler. Aber auch Trakti eigentlich nicht zu unterschätzen. Dementsprechend, im Optimalfall kann Trakti jetzt zeigen, was er eigentlich drauf hat, nicht so wie die letzten Spieler. Punktetechnisch auf jeden Fall gerade oben keine 3000 Punkte auseinander. Und ja, keine 2000 Punkte auseinander. Das heißt, es ist Neck in Neck, Nacken in Nacken an beiden. Tetris gerade für Boki. Ja, jetzt wartet Trakti auf die Longbow und Tetris für Trakti. Unten gerade Felix kurz vor dem Mistdrop, aber hat noch ein schönes Last Second Adjustment gehabt. Jetzt gerade Frieda mit den ärgerlichen O-Pieces, die jetzt ein bisschen Burn kosten, aber ja, jetzt nicht allzu viel. Oben jetzt knapp ein Tetris-Vorsprung, unten knapp ein Tetris-Vorsprung. Allerdings Frieda jetzt mit etwas, was er burnen muss. Und ja, das könnte vielleicht Felix die Möglichkeit geben, jetzt auf Linie auch bezogen aufzuholen, aber sieht nicht so aus. Da kommt das Tetris für Frieda, aber kein Tetris für Felix. Oben das nächste Tetris für Buki gerade da gewesen. Oben keine 3000 Punkte Unterschied. Aber ein paar doofe O-Pieces, wodurch man jetzt einen relativ hohen Turm in der Mitte hat. Tetris für Trakti. Unten ein kleines Loch kurz gewesen bei Frieda, aber das ist offen und damit kann Felix und Frieda weiterspielen. Felix gerade mit 35.000 Punkten fast in Führung kurzzeitig gewesen, jetzt nur noch 15.000 Punkte. Felix wartet auf die Longbar für das Tetris, oben gerade Buki mit einem etwas Dirty Triple Setup. Und er kriegt das Triple da nicht so ganz, wie er es eigentlich haben möchte, aber ist gerade bei ganz gut nach unten zu bleiben, braucht jetzt natürlich die Longbar rechts. Tetris für Trakti. Boki am Diggen. Unten gerade, ja, Neck in Neck. Nur 17.000 Punkte Vorsprung für Felix. Oh, Boki gerade oben. Sehr, sehr, sehr gefährlich gerade mit dem J-Overhang. Und ich glaube, das war es für ihn gewesen. Das ist mit 70.000 Punkten Vorsprung das 1:2 für Trakti. Das ist sehr leicht für Trakti. Erstmal kurz noch ein, zwei Stücke trinken. Und das brauchen wir auch für das Gehirn. Unten haben wir jetzt gerade fast 49.000 Punkte Vorsprung für Felix. Nächster Tetris für Frieda. Und mal gucken, was bei den beiden am Ende des Tages jetzt passieren wird. Unten bei Felix gegen Frieda. Kann sich Frieda den Sweep holen oder sucht Felix auf den Reverse Sweep zu gehen? Der Seed für das obere Spiel wurde eingegeben. Sinn, Boki und Trakti ready. Ich habe das ja gehört und damit geht es los. Oben in 3, 2, 1, Tetris. Oben jetzt mit Level 18. Ja, und Trakti mit dem Versuch auf den Reverse-Tip zu gehen. Mal gucken, ob der Versuch auch klappt oder ob ihm da vielleicht sich das RNG oder ähnliches in den Weg stellen wird. Werden wir sehen, aber Boki sieht das gerade nicht gut aus, aber auch bei Trakti sieht es nicht so optimal aus. Aber Boki sieht sehr viel schlechter aus und das ist das 2:2. Ja, und da haben wir den Decider. Ah, das war sehr awkward gerade gewesen. Das war ein sehr awkwarder Seed. Unten dafür gerade 31.000 Punkte Vorsprung für Felix. Nächster Tetris dann auch für Felix auf 50.000 Punkte Vorsprung. Der obere Seed wird derzeit eingegeben und gleich geht es dann auch los mit dem Decider oben. Nächster Tetris für Frieda. Und sind die Spieler bereit? Boki, Trakti. Ja. Ja, damit geht es los bei euch in... Also, ach, das Ja war gegenüber sich selbst gewesen. Oh, Entschuldigung, das habe ich falsch interpretiert. Seid ihr ready? Jo, okay, jetzt aber ready. 3, 2, 1, Decider! Ja, wie er mag, ich versuche daran zu denken, das Problem ist nur, ich komme da nicht so super gut hin, leider. Wäre ganz cool, wenn du das machen könntest. Ja, die Herzen, das kriege ich, glaube ich, gerade so. Die Herzen und auch noch auf den Game Over dann klicken, das wäre echt cool dann. Ah, perfekt. Ich wollte kurz Schnecke eine Einweisung gegeben in Nestus Champs. Wir haben gerade die Level 16 Transition unten, das heißt, es sieht etwas schneller und etwas gefährlicher zu spielen, aber. Ich wollte gerade sagen, war ein Champ-Problem, aber da hat Felix leider ein und ein Tipis gehangen.
da muss jetzt irgendwas passieren, damit was Gutes rauskommt, aber... Ich meine, Felix ist vielleicht in Führung, aber das heißt nicht, dass er sich jetzt Top-Auto erlauben darf. Aber oben gerade 20.000 Punkte Vorsprung für Burki, unten Felix am Diggen. Felix wird aus dem Publikum angefeuert. Und... Weiß ich nicht. Ist nicht richtig konfiguriert. Also, kann ich nichts ändern gerade, das ist nicht meins. Felix ist etwas am Fighten, wird angefeuert von Marc als einer der wenigen Hypertapper hier gerade. Burki spielt gerade etwas unschön, das bedeutet, dass Chucky wahrscheinlich etwas mehr in Führung gehen kann. Und Felix gerade mit der Longbar. Kriegt er links? Er kriegt links die Longbar noch rüber. Das war sehr... Nein! Nein! Nach der sehr wichtigen Longbar danach nicht weiter. Wir kommen auf Level 18, Top Out 5 bei 124 Lines. Und das war quasi Level 19. Win für... genau. Für Frieda. Das ist richtig. Genau, damit haben wir jetzt gerade nur noch Burki gegen Tracti in diesem Decider. Nächster Titel ist für Tracti. Tracti damit mit knapp 40.000 Punkten Vorsprung. Nächster Tetris für Burki und Tracti wartet darauf, auf seinen Tetris zu kriegen. Tetris für Tracti, Burki nur mit dem Triple. Interessant, dass sich der für den Triple entschieden hat. Ich wäre wahrscheinlich lieber auf den Tetris gegangen, aber er will schon wissen, was er macht. Nur noch 14.000 Punkte Unterschied bei den beiden. Ja, es ist Neck and Neck. Es kommt jetzt auch an, wer ein bisschen effizienter spielt. Oder wer sich mal entscheidet. Da ist mir jetzt ein bisschen lieber zu burnen. Bei gleicher Linienzahl sind es auch wirklich 14.060 Punkte Unterschied. Also ein wirkliches Neck and Neck. Aber da konnte Tracti jetzt gerade diesen einen Tetris nutzen, den Burki nicht nutzen konnte. Und ja, damit könnte es vielleicht heißen, dass Tracti sich jetzt eine Führung aufbauen kann. Das werden wir sehen. Allerdings glaube ich es eher nicht, weil jetzt Burki seinen Tetris bekommt. Tracti diese Longbar nicht verwenden konnte. Tracti auch diese Longbar nicht verwenden kann. Jetzt auch diese Longbar nicht verwenden kann. Das heißt, ja, ziemlich lang was da gewesen, die er nicht verwenden konnte. Die Dings Burki, glaube ich, gerade verwenden konnte. Und damit keine 8000 Punkte Unterschied mehr bei den beiden. 16-9 gerade kurz der Burki. Warum wurde das 16-9 angezeigt? Jetzt 16-9 der Burki, sehr schön. 73 gegen 72 Lines, 6080 Punkte Vorsprung für Burki. Das heißt, Tracti muss ein kleines bisschen zulegen gerade, aber nicht so viel. Nächster Tetris für Tracti. Nächster Tetris für Burki. Eigentlich nichts, was man wirklich kommentieren müsste, aber man einfach macht, weil es Spaß macht. Oh, nächster Tetris für Burki. Gerade leicht dabei, Tracti abzuhängen, aber das leicht kann sich auch sofort ändern. Schön die Longbar rüberbekommen gerade bei Tracti. Tracti hat bei 26.000 Punkten zurückliegend. 325 gegen 306. Nächster Tetris für Tracti. Nur noch 6.000 Punkte Unterschied. Wer kriegt die nächsten Tetris? Wer geht in Führung? Ich glaube, es ist leider nicht Tracti. Tracti gerade minimal ineffizienter als Burki. Nächster Tetris für Tracti, aber super knapp bei den beiden. Könnte ein Level 19 Entscheidung werden. Aber ob das auch wird, wird sich jetzt auf den nächsten ca. 30 Lines zeigen. Auf jeden Fall gerade beide Spieler nicht kurz nicht in der Lage gewesen, auf Tetris zu gehen. Das heißt, die knapp 6000 Punkte Unterschied sind gleich geblieben. Jetzt wieder beide Spieler nicht in der Lage, auf Tetris zu gehen. Und das ist knapp und ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Also super knapp. Tracti gerade relativ weit oben. Da kann ich nichts gegen machen. Und nein, Tracti hat den Spin gemisst, gerade von dem Beast. Aber er rettet sich schön weiter und das war noch kein Top-Up bei ihm gerade. Ich glaube, ich wäre auf den Triple Burn ehrlich gesagt gegangen, aber oh, gut gesaved gerade von Tracti. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es irgendwie geschafft, sich da zu saven. War weiterhin immer noch sehr hoch. Ja, also Tracti ist nicht sicher gerade oder so. Tracti ist gerade weiterhin richtig in der Drucksituation. Aber die Long war gerade ganz gut. Jetzt braucht er einen Tetris. Oh. Nein! Und er hat den Takt gemisst und das war's. Es ist das 3-2 für Burki.